Revolver. Da! Da ist doch was, was ich brauche. So, erstmal gucken, ist hier ein... Also sieht man nicht so aus, als ob hier noch irgendwas wäre, aber da kommt bestimmt gleich wieder irgendwas. Die nehme ich mir lieber. Ne, das ist Shotgun. Das will ich nicht haben. Ich dachte, das wäre die. Mehr Wachen, die Rampe runter! Ich lade nach! Haltet sie auf, wenn ich mich in Reichweite begebe! Flintenwichser! Ich will da raus! Hallo? Okay, der ist kaputt. Da war ein anderer da. Das ist ein Shotgun. Ach so, das warst du. Die ist auch so ähnlich gekleidet, ne? Das müsste auch eine Shotgun sein, ja. Munition. Munition ist auf jeden Fall mal besser als nix, aber die Waffe ist halt kacke. Ich bin ja eigentlich sonst immer der Freund von so Waffen. Von so schnell Feuerdingern. Ihr habt keine Ahnung davon. Hier lang. Aber hier ist mir dann echt lieber dieses eine normale Jagdgewehr oder was auch immer das ist. Ist mir dann doch ein bisschen lieber, ne? Weil das macht mehr Schaden. Da muss ich Leuten entweder einmal in den Kopf schießen oder halt zweimal irgendwo an den Körper dran. Dreimal. Aber mit hier dem MG oder was das ist? Ein ziemliches Arsenal. Was ist daran seltsam? Die Kompanie exportiert Waffen in die ganze Welt. Oder die. Die ist auch gut. Es ist doch seltsam, dass die Wachen bis an die Zähne mit den neuesten Waffen ausgerüstet sind. Genug von ihren Vermutungen. Suchen wir das, wofür wir gekommen sind. Sollen wir... Da liegt auf jeden Fall was. Ich glaube, oben liegt auch noch was. Greater Union. Dock, Wharf, Riverside and General Laborers. Laborers Union. Ein Rabe. Dock 4. Oder es ist ein Pfeil. Das kann natürlich auch sein. Sind wir hier in Dock 4? Das fände ich sehr cool. Ich meine, hier oben wäre auch noch was. Ja. Ein Foto. Der rechte sieht ein bisschen aus wie wir. Ganz ehrlich, jetzt mal gerade so. Linke... Weiß nicht, hat auf jeden Fall einen dicken Brustpanzer an. Leider nichts drauf. Okay. Sieht hier irgendwie mal alles so feucht aus. Ist auch feucht, weil hier Nässe auf dem Boden ist, aber im Allgemeinen sieht das hier immer so feucht aus. Auch als wir am Anfang in der Stadt waren. So, gut. Ich bin ausgerüstet, dann ab. Ab jede. Hier lang. Auf mein Zeichen. Geben Sie mir Deckung. Verlassen. Ein sehr schlechtes Omen. Bestimmt wollen Sie sich neu gruppieren. Uns bleibt wohl nur ein kleines Zeitfenster, bevor Sie zurückkommen. Jetzt! Der Beweis, Frau! Wie Sie wünschen. Okay. Ich möchte gerne diese Waffe haben. Granaten habe ich schon genug, anscheinend. Dieses Geräusch, wenn er läuft, ne?
Das ist Musik in meinen Ohren. Okay. Was jetzt? Untersuch die Ladung. Such nach auffälligen Kennzeichen auf den Kisten. Die Kisten, die wir suchen, haben das Abzeichen der Kompanie auf der Seite. Ich glaube, das war sogar rot. Also es ist auffällig. Achten Sie auf das Abzeichen. Es ist ein roter Stempel. Ja, ein roter Stempel. Ich glaube, hier hinten waren die. Da. Aber ich guck mal. Ah, hier ist nämlich noch was. Ha. Eine Lampe? Ja, ich glaube, es ist eine Lampe. Steht da unten? December 12. Wir müssen eins finden, das wir erreichen können. 1879. T-A-E. Noch was? Kiste haben wir auf jeden Fall schon gefunden. Müssen wir gleich nur noch anvisieren. Die Zeit geht heute rum, ne? Das ist unfassbar. Schon eine Stunde aufgenommen. Okay. Hab ich dich. Hier. Das muss es sein, was wir suchen. Heben wir diese hier runter. Brecheisen. Sehen Sie hin, Ritter. Das ist das Übel, gegen das wir kämpfen. Vampire. Unmöglich. Aber wie? Die Halbblüter festigen ihre Macht. Mit dem Schutz der Lykaner in ihrem Land verbreiten Lord Hastings und seine Vampirbrut ihre Seuche. Lord Hastings, er kann keiner von ihnen sein. Viele in Whitechapel haben ihren noblen Lord spät in der Nacht auf der Jagd nach gefallenen Frauen beobachtet. Die Ripper-Morde. So nennen sie sie doch. Wie konnte sich der Mörder ihrer Meinung nach Commissioner Doyles Fangnetzen so lange entziehen? Whitechapel ist zum Nährboden der Brut geworden. Wie viele von denen sind noch hier? Genug, um eine Stadt zu verseuchen. Okay, Kisten zerstören. Aber wir gucken erstmal, was hier so gibt. Wir müssen diese Fracht zerstören. Hier ist wieder so ein Ding, was sich so dreht. Ich weiß nicht, was das darstellen soll, was das misst. Auf jeden Fall ganz viele Kisten mit so einem roten Stempel. Aber ich frage mich gerade, warum der jetzt aufgewacht ist auf einmal. Weil er Licht gesehen hat? Ich habe Treibstoff gefunden. Treibstoff. Jo, kippe dir noch selbst über die Füße. Und jetzt? Was muss ich tun? Ach da. Oder hat die das hingestellt? Also nehmen kann ich es auf jeden Fall nicht. Was machst du denn da? Ah. Jetzt soll ich es wahrscheinlich anzünden. Ich zünde die hier an. Bereiten Sie andere vor.
Ganz übelst am Abfackeln. Die hier ist fertig. Ja. Geht da weg. Oh. Oh, guck mal, wie geil. Sieht man sogar diese Regenbogen-Gedöns. Ist mir am Anfang gar nicht so aufgefallen. Ich dachte, das wäre einfach nur wie Wasser irgendwie, aber das sieht richtig aus wie so Öl. Ist ja cool. Stehe ich voll drauf. Das war nicht gut für die Umwelt, aber es sieht trotzdem schön aus. Hier drüben. Ey, ist das... Ja gut, das andere Zeug fängt jetzt auch alles Feuer, das ist schön. Ja? Los, helfen Sie mir darauf. In Ordnung. Wie so ein Hund guckt die so da hoch. Ich suche nach etwas, um Ihnen zu helfen. Hier ist eine Leiter. Schön. Frau ist auf jeden Fall sehr nett. Alles schön am Fackeln. Riecht auch bestimmt sehr gut. So. Hier ist noch ein Treibstofftank. Und also ein Zeug, was da halt verbrennt, ne? So, Munition haben wir genug. Jetzt gibt es hier auf jeden Fall gleich wieder eine Schießerei. Aber ich bleibe erstmal noch bei meiner tollen Waffe. Munition nehmen wir natürlich mit. Aber ich glaube. Okay, der hier kann angezündet werden. Ich glaube, wir können auch hier oben bleiben und müssen dann nach unten, glaube ich. Sieht man das hier auch? Nee, den hat es nicht ganz so feucht gemacht. Moist! Sehen wir nach dem Rest. Also gut. Los, übernehmen Sie die restliche Fracht. Ich kümmere mich um die. Gut, Schießerei. Jetzt darf ich. Waffe hätte ich gern. Ups. Da wollte ich dann doch ein bisschen zu viel. Das sieht hier, glaube ich, nur so aus, als ob wir Zeitdruck hätten, aber ich glaube, wir haben keinen. Wir unter schwerem Beschuss! Gehen Sie in Deckung, Ritter! Los, nochmal! Splittergranate! Einfach mal gegenseitig Waffen. Granaten und Waffe ausgeschaltet. Das hört auch nicht auf, ne? In Deckung. Das war schön. Oder kam die hier unendlich? Ruf die Frau? Ziel erledigt! Nee, die schießt. Noch Kisten. Okay. Ich bleib bei der Waffe und wir gehen nach unten. Und wir sagen ja.
Musik. Ich zünde die Kisten an. Lenken Sie sie ab. Granate raus! Ist das meine eigene? Ich gehe so schnell ich kann. Wache getroffen! Oh, fuck. Ich gebe dir Deckung! Lagert sie fest, während ich vorrücke! Ich wollte gerade diesen Luftstoß machen, aber es geht ja nicht, weil ich habe die falsche Waffe. Noch viel schneller. Und die andere, falls nochmal einer kommt. Ja, da kommt auch nochmal einer. Ich stehe unter Beschuss! In Deckung bleiben! Also die Musik, ne? Ich geh mal hier vorne hin. Ich muss mir gleich da rufen abfackeln. Okay, zwei noch. Okay, jetzt sind nochmal welche dazu gekommen. Da war nicht. Okay.